Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Jakob und ich haben unseren Wocheneinkauf erledigt. Diesmal habe ich auch die Sachen von Oma wieder mit dabei, denn ich wollte ab und zu dann auch mal wieder das zeigen, also so riesig alles zusammen. Wir haben 3 vollgepackte Taschen. Wir waren beim Edeka und bei Aldi und wir haben ungefähr 85 Euro bezahlt. Also für die 3 Taschen fand ich das auf jeden Fall in Ordnung. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir legen los. Als allererstes habe ich eine Taschentücherbox. Die ist für meine Oma, die mag die nämlich ganz gerne. Und da habe ich jetzt einfach dieses Blümchenmuster hier mit den verschiedenen Blumen ausgewählt. Ich setze direkt alles darüber. Bei Edeka habe ich einmal Champignons mitgenommen. Die waren im Angebot, hatte ich länger nicht mehr, sind einfach die braunen. Ich habe noch keinen genauen Plan, was ich damit mache, aber wie gesagt, hatte ich lange keine Champignons mehr und hatte da richtig Lust drauf. Dann habe ich wieder meine Tomatenpaprika mitgenommen aus dem Glas. Ich finde die einfach so geil. Die schmecken einfach super gut und sind halt natürlich auch preisgünstig. Die kann man für so vieles verwenden. Dann habe ich hier einmal Aufbackbrötchen und zwar 6 Stück, dieses kleine Pack. Denn jetzt am Wochenende, also wir haben heute Freitag, deswegen wir sind einen Tag früher einkaufen gefahren als sonst. Und jetzt am Wochenende ist am Nürburgring 24-Stunden-Rennen. Jakob wird natürlich dabei sein. Und da habe ich einmal Aufbackbrötchen mitgenommen. Die mache ich dann, damit man auch was zu essen hat. Natürlich kann man sich da auch was holen, was kaufen oder sonstiges. So, ein bisschen Wurst und Käse, beziehungsweise ein bisschen ist gut, ein bisschen mehr. An Muttertag ist schon ordentlich was weggegangen. Ich hätte echt nicht gedacht. Aber wir haben viel aufgebraucht. Gut, ich habe nur was eingefroren, aber das lasse ich ja meistens für andere Anlässe noch da drin. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Bärchenwurst. War reduziert, 95 Cent. Ich liebe Bärchenwurst. Einmal Leberkäse für 75 Cent reduziert. Dann habe ich noch einmal Peperoni-Salami mitgenommen. Einfach mal was anderes. Dann nochmal Leberkäse, 75 Cent. Und einmal der Bergbauernkäse in Butterkäse. War ebenfalls im Angebot. So, dann habe ich Brötchen. Ich muss ein bisschen aufpassen, die Tüte ist leider gerissen. Da haben wir einfach nur 6 normale Brötchen. Oder doch, 6 Stück, genau. Fürs Frühstück. Muss ich dann mal gucken, weil 3 Stück sind natürlich für Omi. Dann habe ich noch 2 Tafeln Schokolade, ebenfalls für meine Oma. Sie isst mittlerweile ein bisschen mehr Obst. Und also da ist ja auch so ein bisschen Süße, ist ja klar. Und einmal die Woche will sie dann so ein bisschen was Süßes. Da bringe ich ihr immer irgendwas mit, weil ich weiß ja mittlerweile gut, was sie mag. Und jetzt habe ich 2-mal Schokolade, einmal normale und einmal Traubenuss. Dann habe ich beim Edeka einmal Wassereis mitgenommen. Und da habe ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert. Ich habe hier diese Fruit Dingsbums Sticks mitgenommen. Und da stand 1,39, aber die haben 2,50 gekostet. Habe ich mich für Wassereis ein bisschen geärgert, aber ist gut. Ich hoffe, es schmeckt. Dann habe ich einmal von Miram Frühlingsquark mitgenommen, weil der im Angebot war. Und ich habe Gurken, mehr als einem für diese Woche, weil ich hatte voll Bock mal wieder so Gurke oder ich habe Kohlrabi. Und dann so mit diesem Quark, boah, das habe ich früher so gerne gegessen. Und ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Dann haben wir noch einmal Mini-Steaks, also so Minuten-Steaks, nicht Mini-Steaks. Die waren auf 1,75 reduziert. Dann ein 3er-Pack Paprika. Der Paprika, ja, ist kein Paprika-Mix, sind 3 rote. Habe ich mich auch sehr gefreut, weil ja, die waren ja auch eine Zeit lang wirklich schweineteuer. Dann einmal Frikadellen, die hat Jakob von seiner Tante gekriegt. Die waren ebenfalls reduziert. Wer sich wundert, ich sage das ab und zu mal dazu, falls da irgendwie Fragen kommen. Wir fahren ja jeden Samstag oder heute Freitag, aber sonst jedes Wochenende einkaufen, machen unseren Wocheneinkauf. Und wir nehmen Jakobs Tante mit, weil sie hat halt keinen Führerschein oder eigenes Auto und kommt sonst nicht zum Einkaufen. Und ja, wir teilen uns das alles hier so ein bisschen, damit jeder seine Sachen erledigen kann. Und wir fahren halt am Wochenende mit ihr einkaufen. Und sie wäre so, sie will uns immer irgendwas dafür geben, aber wir würden halt jetzt nie irgendwas dafür verlangen, weil das macht man nicht innerhalb der Familie. Sehen wir jedenfalls so und deswegen dürfen wir uns dann oder sollen wir uns immer beim Einkaufen irgendwas zu essen aussuchen, damit sie wenigstens so das Gefühl hat, sie hätte uns dafür was gegeben. Und das finde ich immer super süß. Und Jakob hat seine Frikadellen gekriegt. Ich habe einmal Haferdrink mitgenommen beim Edeka. Hatten wir richtig lange nicht mehr. Und dann einmal eine ganz normale 1,5% Fettmilch. Ich habe mir einmal von Jakobs Tante diese Milka Nussini ausgesucht. Die war nämlich im Angebot. Die habe ich richtig lange nicht mehr gegessen. Dann habe ich einmal Zucker, weil der langsam zu Ende ging. Dann noch einmal Pfirsich-Eistee in Zero. Ich habe noch einmal, beziehungsweise mehrere, von diesen Vitrex
stilles Wasser mit Geschmack mitgenommen. Er hat Jakob sich die ausgesucht. Ich habe gesehen, die sind im Angebot. Dann kann er sich die jetzt am Wochenende mitnehmen und hat genug Wasser da. Weil ja, am Nürburgring, da ist man ja auf jeden Fall ein paar Stündchen bei 24 Stunden Rennen. Dann haben wir hier einmal Kartoffeln. Das sind jetzt 1,5 Kilo. Die packe ich direkt mal hier rein. Die waren im Angebot. Oh, dann stelle ich die Milch auch mal schnell hier rein. Und den Zucker. Und die Paprika. Wenn ich schon mal dabei bin. So, hier ist nochmal ein bisschen Wurst und Käse. Wir haben einmal Frischkäse. Und ich habe halt auch ein bisschen mehr Salami gekauft, weil jetzt am Wochenende sind Vanessa und Tim zu Besuch mit der kleinen Emily. Wir werden Vanessas Geburtstag nachfeiern, weil wir ja mitten in der Woche leider nicht konnten. So, ja, Frischkäse, dann noch Salami. Die mögen ja gerne Salami, die beiden. Deswegen habe ich noch einmal Käsesalami. Das eben war Peperoni-Salami, genau. Dann haben wir noch einmal Fleischwurst, einmal Paprika-Fleischwurst. So, dann habe ich noch einmal Putensteaks geholt. Da steht jetzt, die sind italienisch mariniert. Waren auf jeden Fall reduziert auf 2,32. Die sind für morgen. So, dann habe ich noch zweimal Binden für meine Oma. Oh je, was haben wir hier noch? Einmal Radieschen, ebenfalls für meine Oma. Die mag die ganz gerne ab und zu auf dem Brot. Und da die jetzt im Angebot waren, habe ich ihr die mal wieder mitgebracht. Dann haben wir einmal Maxi King, war im Angebot. Einmal Schokofresh, habe ich ebenfalls noch von Jakobs Tante gekriegt, weil Schokofresh ist eigentlich immer die Sache, wird immer eingepackt und gibt die mir immer, weil die nimmt sich nämlich auch immer alles davon mit. Dann habe ich noch einmal Chio mitgenommen, die waren ebenfalls im Angebot. Ich hatte jetzt schon länger keine Chips mehr und hatte voll Lust drauf. Und dann habe ich mir einmal so ein kleines, ja, wie nennt sich das denn? Obstbecher, ja, Obstbecher eigentlich, mitgenommen, war reduziert auf 2 Euro. Da ist Erdbeere, Kiwi und Ananas drin. Und ich dachte mir, das gönne ich mir nachher einfach mal. Einmal Parmesan für ein Essen. Oh, hier sind noch einmal Kuchenschnitten drin. Die haben wir nicht gekauft, die sind von Jakobs Tante. Die hat gefragt, ob wir die für sie in unserer großen Truhe unten einfrieren können. Die sind für ihren Geburtstag schon mal. So. Dann einmal noch solche Milchhörnchen, die wollte Jakob haben. Die nimmt er dann auch mit für unterwegs am Wochenende. Dann habe ich noch einmal hier so ein Tütchen Salat. 45 Cent war das. Das ist noch für die Kaninchen. Dann einmal Brot für meine Oma. Die liebt ja am liebsten diese Weizenschnitten. Habe ich ihr natürlich wieder eingepackt. So, dann ist hier noch Zitroneneistee. 2 Flaschen. Und noch 2 weitere Flaschen von dem Vitrex hier, von dem Wasser mit Geschmack. Und zwar 2-mal Mango Maracuja. So, dann ist auf jeden Fall genug Trinken im Haus, um auch mitzunehmen. Dann kommen wir zur dritten Tasche. Eieiei, Karamba. Ich habe einmal Aprikosen für meine Oma. Denn, wie gesagt, die mag ja im Moment auch viel mehr Obst. Und deswegen einmal Aprikosen, die waren im Angebot. Einmal Suppengemüse habe ich noch mitgebracht und 2 Kohlrabi, auch einmal, da kriegt einmal meine Oma. Dann noch einmal feine Salami, leider gibt es die beim Aldi nur in diesen kleinen Paketchen, das ist immer dieses kleiner Teller oder kleiner Kauf. Aber meine Oma mag die so gerne, weil die so fein sind. Die mag Salami gerne oder Servelatwurst, aber so feine Scheibchen. Und die mag die jetzt total gerne. Wie gesagt, gibt es leider nur in diesem kleinen Paketchen. Dann noch einmal Käse. Da war der Old Amsterdam. Habe ich mich total gefreut, weil als wir in Holland im Urlaub waren mit meinen Eltern, da war da so ein, wie so ein Jahrmarkt und da war halt dieser Old Amsterdam-Wagen bei. Und da haben wir Käse gekauft. Der war so lecker, hätte ich nie gedacht. Und da habe ich den jetzt mitgebracht, weil der bei all die im Angebot war für 1,99. Ich habe jetzt pikant und cremig mir ausgesucht. So, dann einmal Fleischwurst für meine Oma. Das ist ihr Go-To-Aufschnitt fürs Brot. Die liebt wirklich Fleischwurst über alles. Und was sie auch sehr liebt, ist einmal belgische Leberpastete mit Schnittlauch. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Könnte ich auch nochmal essen. So, dann habe ich Gurken mitgebracht. Eine für die Kaninchen. Dann einmal noch 10 Eier. Die stelle ich mal direkt auf Seite. So, dann Bananen. Da sind jetzt noch 3 Stück. Genau, dann. Ich nehme die nie einzeln, sondern direkt so komplett. 3 Stück gebe ich meiner Oma und 3 Stück noch hier, weil sonst ist das für Jakob zu viel. Die müssen bei dem ja so richtig braun sein. Also die sind ja schon relativ braun und die sind noch von letzter Woche. Aber die können bei dem immer noch
liegen. Der mag die sehr braun. Was haben wir noch? Einmal Mehl, ebenfalls auch für den Vorrat, stelle ich direkt mal rein. War nämlich auch leer. Einmal Toast haben wir wieder mitgenommen von Einfach Gut, diese Aldi-Marke, die die jetzt seit neuestem da haben. Dann Tomätchen, da waren die Mini-Roma Rispentomaten im Angebot. Lege ich auch mal direkt hier hin. So, dann, weil wir heute grillen, ich habe ja gesagt, wir bekommen Besuch, wir werden den Geburtstag nachholen und wir werden grillen. Dafür habe ich einmal ein Ciabatta mitgenommen von Aldi. Ich mag Ciabatta so gern. Und im Angebot war einmal von dieser Barbecue-Marke von Aldi das Laugenbaguette mit Kräuter. Hat Jakob ausgesucht. Dann werde ich heute noch einen Nudelsalat machen. Und dafür werde ich einmal Mozzarella Minis brauchen. Können wir mal darüber reden, wie teuer die bitte geworden sind? Diese kleinen Dinger hier. Also das ist ja schon Wahnsinn. So, Joghurt ist auch mitgekommen. Da habe ich 2 Stück für meine Oma. Und zwar Obstgarten beim Angebot für 33 Cent. Da habe ich jetzt einmal Erdbeer und einmal Kirsche ausgesucht. Für mich habe ich auch 2 Stück von Obstgarten mitgenommen. Und zwar 2-mal mit Pfirsich-Maracuja. Ich liebe Pfirsich-Maracuja bei allem. Egal ob Joghurt oder was weiß ich was für ein Dessert. Dann haben wir diese Woche einmal die Streichfeinen mitgenommen, ungesalzen. Weil die hatten eigentlich diese kleine 3/4 Fett-Margarine ist das, glaube ich, im Angebot. Und ich mag die so gerne von Aldi. Allerdings war die schon ausverkauft. Also haben wir jetzt einmal die hier mitgenommen. So. Was haben wir noch? Genau, 2 Gurken. Körniger Frischkäse hat Jakob mitgenommen. Der wollte sich das bei einem Gericht diese Woche dabei machen. So, und dann habe ich auch noch einmal Fleischsalat mit Kräuter, den wollte Jakob haben. Und einmal noch Pfeffersalami für die Salami-Liebhaber. Dann habe ich noch einmal diese Mixpackung mitgenommen. Da ist Teewurst und Leberwurst drin, weil der Besuch isst auch sehr gerne Leberwurst. Aber wir sind so, wir essen halt nie Leberwurst. Außer ich meine Apfelzwiebel, ja ab und zu mal, wenn ich Lust drauf habe. Jetzt habe ich die mitgenommen, weil da sind 3 kleine Würstchen drin. Und das ist eigentlich perfekt. Warum ich nicht früher darauf komme, weiß ich auch nicht. Dann noch einmal Äpfel. 5 Stück sind da drin. Die waren im Angebot, habe ich mich sehr gefreut, weil ich die von Aldi sehr, sehr gerne esse. Dann noch einmal Petersilie. Die war nämlich auch leer. Und ich habe auch noch einmal 9 Pfeffer gebraucht, der war nämlich auch leer. So, dann habe ich noch einmal für meinen Gurkensalat diese Woche saure Sahne, weil ich wieder Miceria mache, das polnische Dressing. Ich liebe es im Moment total. Für morgen, da wird es auch Salat geben, habe ich einmal so ein Joghurtdressing hier mitgenommen. Und fürs Grillen nachher, hatte ich Glück, habe ich hier noch einmal solche Kartoffeln, also Grill- und Ofenkartoffeln mitgenommen. Die waren 30% reduziert, das hat mich natürlich sehr gefreut. Noch einmal Grillkäse, weil Fleisch habe ich noch hier. Einmal mit Käse und Cheddar, die sind so richtig schön orange, habe ich mich richtig gefreut. So, und dann noch einmal Hackfleisch für diese Woche zum Kochen und einmal Nudelloch. Dann für meinen Nudelsalat habe ich einmal Pesto Rosso von Aldi mitgenommen. Ich hatte gar nicht gesehen, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal von Aldi, genau, gekauft haben, das Pesto Rosso. Ich meine irgendwie nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Egal. Ich habe auf jeden Fall das mitgenommen für meinen Nudelsalat, weil ich hatte da so ein Rezept bei Instagram gesehen und wollte das unbedingt nachmachen. Wir haben übrigens auch noch eine Kiste Wasser gekauft. Die steht aber noch im Wohnzimmer. Und als letztes noch 2-mal Rahmspinat. Ich nehme ja eigentlich super gerne lieber dieses, weiß ich nicht, Extra-Pack, wo diese kleinen Würfelchen drin sind. Allerdings war das leider ausverkauft. Also habe ich 2-mal den hier mitgenommen und dann kommen wir zum Essensplan. Also heute wird gegrillt, aber das stand ja noch auf dem Essensplan von letzter Woche. Morgen wird es einen Caesar-Salat mit Hähnchen geben, beziehungsweise mit Pute, weil ich das hier gefunden hatte. Das hat nämlich dann ganz gut gepasst. Hallo, nicht runterfallen, bitte, danke. Am Sonntag wird es Nudeln mit Paprikaschoten und Gurkensalat geben. Ich freue mich da so drauf, weil ich hatte nämlich gesehen, Paprika ist im Angebot und Gurke ist mittlerweile wieder günstig, deswegen freue ich mich. Dann machen wir einmal Kartoffeln mit Spinat und Eier, das hat Jakob sich gewünscht. Genauso wie hat er sich gewünscht, nochmal Nudeln mit Tomatensauce, weil wir haben noch ein Glas Tomatensauce hier aus Belgien und er liebt diese Tomatensauce. Also ich auch, aber er mittlerweile noch mehr. Deswegen wollte er das haben. Und dann noch einmal Pfannkuchen hatten wir letzte Woche oder davor die Woche. Meine Oma fand die so gut, dass die nochmal Pfannkuchen wollte, also so mit Apfel und so. Und das wird es dann diese Woche geben.
Donnerstag und Freitag habe ich nichts stehen, weil wir am Wochenende auf einer Hochzeit sind. Und ja, da wird Donnerstag, Freitag dann nichts geben, weil wir dann schon fast wie auf dem Sprung sind. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr am Wochenende macht. Bei uns ist sehr schönes Wetter angesagt, deswegen heute wird gegrillt. Und ja, 24-Stunden-Rennen ist und da hoffe ich natürlich, dass die alle da gutes Wetter haben. Und das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!